Hey, das bin ich, auf der Suche nach einem Top-Job. Sie alle sind die Recruiter von einem Top-Arbeitgeber. Und das ist SIG. Ein Top-Arbeitgeber mit Top-Jobs. Auf einer Jobbörse wurde ich auf das SIG-Karriereportal aufmerksam. Darin der perfekte Job. Aber wie richtig bewerben? Und was brauche ich eigentlich für meine Bewerbung? Beschränken Sie sich auf die wichtigsten und für die jeweilige Stelle relevanten Unterlagen. In jedem Fall benötigen wir ein aussagekräftiges Anschreiben, einen tabellarischen Lebenslauf und alle relevanten Zeugnisse. Okay, meine Unterlagen habe ich zusammengestellt. Aber an wen adressiere ich das Anschreiben? Den Namen Ihres Ansprechpartners finden Sie immer am Ende der jeweiligen Stellenausschreibung. Aber bin ich wirklich für diese Stelle geeignet? Ich weiß es nicht. Grundsätzlich sollten Sie sich von den in der Stellenbeschreibung genannten Aufgaben angesprochen fühlen und etwa 2/3 der geforderten Qualifikationen erfüllen. Okay, das passt. Dann nur noch schnell anmelden, hochladen, fertig. Und jetzt? Wer bekommt jetzt eigentlich alles meine Daten? Werden Arbeitgeber angerufen? Sind sie für andere einsehbar? Selbstverständlich behandeln wir alle Bewerbungen vertraulich. Alle Informationen bleiben bei den Verantwortlichen dieser Ausschreibung. Sie erhalten per Mail eine automatische Eingangsbestätigung. Die Bearbeitung Ihrer Bewerbung wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, da sie von mehreren Instanzen gesichtet wird. Fällt die Prüfung Ihrer Unterlagen positiv aus, findet ein erstes Gespräch statt. Okay, Termin steht. Was ziehe ich nur an? Grundsätzlich sollten Sie sich der gewünschten Position entsprechend angemessen kleiden. Mit Business Casual liegen Sie dabei immer richtig. Wichtig ist uns, dass Sie authentisch bleiben. Sich im Vorfeld über das Unternehmen und die Stellenausschreibung zu informieren, sowie gut vorbereitet und mit Fragen gewappnet zu sein, ist empfehlenswert. Ist das erste Gespräch dann erfolgreich, gibt es meistens ein weiteres persönliches Gespräch. Je nach Position erhalten Sie eine Aufgabe zur fachlichen Bearbeitung. Und wenn es diesmal nicht geklappt hat? Bewerben Sie sich gerne wieder, wenn Sie eine interessante Stelle in unserer Jobbörse sehen. Wir freuen uns auf Sie. Wenn Sie uns aber überzeugt haben, freuen wir uns, Ihnen einen Vertrag anbieten zu dürfen.